Und willkommen zurück zu euer Keksgamer bei TrimSimWorld. Ja, ich habe mir heute gedacht, wir fahren in mein Speedart Bahn. Eine schöne Route im Fahrplanmodus mit der 7662 BW PZ und so weiter. Weil es ja schon draußen so verdammt heiß ist, machen wir natürlich auch klarer Sommertag und fahren ein bisschen früh morgens, so ungefähr so um 10:34 Uhr, habe ich mir vorgestellt. Von Gemünde nach Aschenberg Hauptbahnhof. Aschaffenberg, genau. Fahren Sie einen Regionalservice nach Westen. Okay, werden wir machen. Und ja, warten wir kurz. Ja, und es sind ja sehr viele neue, wirklich sehr viele neue DLCs rausgekommen, gefühlt. Aber ich warte noch ein bisschen, bis sie ein Angebot sehen. Und noch besser, der Sommerzell kommt. So, hier sind wir schon. Muss man erstmal kurz mal die. Warte, ich muss ein bisschen leiser. So, dann die Bremsschlüssel rumziehen. Dann machen wir hier einmal auf. Neutral müsste reichen, um die Fahrertür zu öffnen. Dann müssen wir einmal den Knopf hier auf Rex. Einmal so. Wir müssen noch was ändern, was weg kann. Regierungszielvergabe, das ist schon gut. Signal Hub, das möchte ich nicht. Signalbild möchte ich auch nicht sehen. Genau, die Türen sind schon mal offen, das ist gut. Machen wir auch mal an. Das ist, brauchen wir nicht. Normal. Machen wir Schwerenz. Das ist auch schon an, das ist gut. Fahrpool brauchen wir noch nicht. Das kann man voll. Dann machen wir noch einmal hier, das ist auch schon richtig. Dann machen wir noch die Schiefer an. Alles muss ja seine Richtigkeit haben. So, dann gucken wir mal kurz, ob hinter. Oh, wir fahren aber einen sehr langen Zug heute. Das ist auch an, das ist gut. Dann machen wir die Zielvorgabe. Hier an. Und einmal so. Mit der RB Aschenberg Hauptbahnhof. Warum das so undeutlich da steht, weiß ich auch nicht. So, einmal die Türen verriegeln. Ich will die Zugbremse. Ja, wir haben freie Fahrt, würde ich sagen. Mal ein bisschen Gas. Ja, der Güterzug macht schon auch ein bisschen Krach. Okay, den haben wir schon mal weg. Ein sehr herzlich willkommen an Bord der RB nach Richtung Aschenberg.
Berg, Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Landen, Brotzeit. Mit keiner Uhrzeitangabe. Okay, was schon sehr seltsam ist. Bis dahin eine in einer angenehmen Zugfahrt. Ja, und ich hoffe auch, wir haben eine angenehme Zugfahrt. Auf dieser Strecke sind wir, glaube ich, noch nicht so oft gefahren. Zweimal vielleicht. Deswegen ist es ja heute schon wieder eine Premiere. Ja, zurzeit sieht es. Zurzeit sieht das echt gut aus. Wir fahren auch einen verdammt langen Zug schon. Können wir ein bisschen Gas geben. Wir müssen uns im Fahrplan ja noch einhalten. Gas wieder runter, auf die Leistung wieder runter machen. Haben wir schon unser nächster Halt gleich. Wir müssen ja bedenken, wegen der Länge des Zuges müssen wir ja schon ein bisschen weiter reinfahren in den Bahnhof. Liebe Fahrgäste, unser nächster Halt ist Langenrohrzeiten. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich hoffe ja, dass es in den anderen Routen noch die Zeit oben ist, weil das ist ein bisschen blöd ohne, finde ich. Okay, das nenne ich teilweise echt eine Punktlandung. Mal die Türen öffnen. Wie so ein richtiger Lokführer gucken wir mal raus auch. Allein, dass das auch jetzt möglich ist, ist schon ganz cool gemacht. Kommt schon mein Kollege angefahren. Ja, ist laut. Steht keiner an den Türen. So circa 20% Geschwindigkeit gebe. Wenn das der Zug auch macht. Jetzt. Immer ein bisschen warten, bis der Zug auf Geschwindigkeit kommt und dann erstmal auf die höhere Geschwindigkeit machen.
fahren verdammt lang zu. So, jetzt können wir Gas geben. Der Wunsch ist ja, dass man eine ECE fahren kann. Meine Hoffnung auch. Das wird echt cool sein. Aber es ist halt abwarten, wann sowas mal kommt. So, haben wir gleich die Höchstgeschwindigkeit erstmal erreicht. Dann gehen wir auch mal wieder runter von der Geschwindigkeit. Unser nächster Halt dauert auch ein bisschen jetzt, bis wir da ankommen. Ja, es sieht schon echt cool aus, dass jetzt auch da die Autos langfahren. Einfach, das macht die Welt ein bisschen mehr Leben. Mehr Gas geben jetzt sogar. Allein, dass wir auf eine freie Fahrt haben. So, Geschwindigkeit wieder ein bisschen runter drehen. Ist es eigentlich bei euch auch so warm wie bei uns? Ich glaube schon, aber es ist, war echt warm die letzten Tage, finde ich. Fahren wir eher erstmal durch Ruhrgebiete. Und das nächste Signal ist auch grün, das ist gut. Okay, das zeigt alles grün an, das ist gut. Ah, guck mal, da kommen noch die nächsten Gleisen dazu. Oh, jetzt sind gleich die 150 sogar erlaubt. So, dann nehmen wir nochmal ein bisschen Gas. Hier auch. Noch keine Zeiten da, wann wir ankommen müssen. Bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Oder es ist einfach ein Fehler des Spiels.
Der Zug will gerade nicht beschleunigen. Nicht so beschleunigen. Er geht eher von der Geschwindigkeit runter. Auch seltsam. Ja, die 130 habe ich drauf, ne? Muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Jetzt geht's bergunter, wie es aussieht. Musste mal sein. Ah, gehen wir schon mal von der Leistung runter. Unser nächster Halt ist Alor Bahnhof. Lower Bahnhof, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Und da fahren wir auch mal ein bisschen rein noch, würde ich sagen. Bahnhof ist lang genug, ja. Jetzt kommen wir mal langsam zum Stehen. Hört sich echt cool an. Immer noch. So, einmal die Türen öffnen. Sperre des Kurzwegspeichers bei Unfälle. Aus Wahl legte, belegte das rote Punkt ganz recht im Display. Die Zahl. Es ist ja echt cool, dass man es ein bisschen lesen kann. Ah, nicht so viele Steine hier zurzeit. Ah. Sieht man mich eigentlich, wenn ich hier so stehe? Nein. Ah, ich muss da schon wirklich ein Stück reinfahren. Sieht aber euch nicht gerade schön aus. So. Okay, jetzt sieht sicher aus. Machen wir die Tür wieder zu. Und geben wieder ein bisschen Gas. Und setzen unsere Fahrt fort. So.
Ah, die 100 sind gleich nur erlaubt. Dann gehen wir schon mal von der Geschwindigkeit wieder runter. Oder bleiben bei 100 einfach. Fertig. Schau mal. Wenn ein Güterzug vorbeifährt, muss ich mal ein bisschen leiser, kann man nicht so reden dabei, weil zu laut. ja, aber es kommt mir so vor, dass es öfters, dass mal was in Gegenverkehr kommt. Gleich sind die 120 wieder erlaubt. Müsste normalerweise auch als Schild kommen. Oder war schon da? Ja, das Schild sieht man nur ganz kaum, finde ich. Deshalb fahre ich lieber immer mit den Anzeigen oben. Oh, können wir noch mal kurz Gas geben, finde ich. Oh, was wird denn hier auf einmal so hell? Gehen schon mal ein bisschen auf die Bremse. Liebe Fahrgäste, unser nächster Halt ist Pottenstein. Ne, Pottenstein. Nächster Halt, Pottenstein. Ausstieg, Hinfahrt, Richtung rechts. Und wir sind zum Stehen gekommen. Das ist gut. Können wir einmal die Türen aufmachen. Die Türen müssen offen sein. Ja, sind die auch. Das Signal ist auch noch grün. Oh, schön. Ah ja, auch eine schöne Vorstadt hier. Irgendwie. Oder so ein ganz kleiner Bahnhof einfach. So ein paar Häuschen. Wo immer wir hier sind.
ist unser nächster Bahnhof schon und jetzt können wir ja kurz mal spicken. Oh, ein gutes Stück müssen wir fahren. Jetzt kommt gleich auch ein Zug wieder entgegen. So, ich kann auch kurz mal Uhrzeit gucken. Na, da können wir noch, glaube ich, noch bis zum nächsten Bahnhof fahren und dann machen wir für den Part Stopp. So, mal hier die Tür zu. Wieder zu 20% Gas geben. Wir rollen da hinten auch gut. So sollte es auch nicht sein. Okay, ist immer noch grün, das ist gut. Oh, können wir die maximale Geschwindigkeit geben. Geschwindigkeit wieder runtersetzen. Minimal reicht vollkommen wieder. Ich finde, die Bahnhöfe sind hier sehr, sehr auseinander. Man fährt lange. Da kommt mein Kollege entgegen mir. Er hatte auch ein bisschen mehr Waggons hinter sich her. Personenwaggons natürlich. So, da kommt schon das 100er Schild. Was man wirklich sehr, sehr schwer erkennen kann. Hat schon teilweise erreicht. Sollen wir gleich schon wieder 110 fahren? Auch wieder Quatsch. Ja, ich bin müde. Aber das bin ich auch in jedem Video.
Ah, können wir ein bisschen Gas geben jetzt. Warum immer wir gerade abgebremst wurden? Ich weiß es nicht. Zug will wir nicht beschleunigen, richtig. Naja. Liebe Fahrgäste, unsere nächste Halt ist Wisthard. Unser nächster Halt ist Wisthard. Ausstieg in Fahrrichtung Rex. Ah, wir kommen zu früh zum Stehen, das ist nicht so gut. Noch ein bisschen rollen lassen. So, die Türen müssen offen sein, das sind die auch gut. Wir gehen jetzt auch mal kurz raus und ich würde sagen, ich verabschiede mich und würde sagen, bis zum nächsten Part. Wir haben es ja noch ein bisschen. Ja, eine gute Hälfte haben wir jetzt geschafft und fahren die andere Hälfte in den nächsten Part. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Keksgamer und tschüss.